Ja, guten Morgen. Es ist jetzt 9 Uhr und ich stehe hier am Eibsee. Gestern ist mir was passiert, was ich noch nie hatte. Ich habe mir, den Grund kenne ich nicht, an den Felsen Blasen gelaufen. Das heißt, heute wird es etwas schwieriger. Ich habe mal Pflaster drüber geklebt und habe jetzt mal nur Turnschuhe an. Aber ja, angenehm ist das Laufen nicht. Daher werde ich mal sehen, wie es heute läuft und was ich alles damit unternehmen kann. Toller, mit Moosen, Farn und Stauden bedeckter Waldboden. Sieht richtig idyllisch aus. Finde ich einfach toll. Ja, und auch von hier hat man einen tollen Blick über den Eibsee. Ich befinde mich hier auf einem wunderschönen, idyllischen Weg. Hier ist wirklich alles, was man in einer intakten Natur erwartet. Und vor allem, ich bin heute noch keinem einzigen Menschen begegnet. Nachdem es dann eine Zeit lang auf einer ehemaligen Skipiste, was jetzt halt vielleicht als Schneeschuhwandern oder Skibergsteigen noch genutzt wird, der Weg entlang gegangen ist, bin ich jetzt wieder auf einem kleinen Pfad direkt im Wald. Ich bin mal Richtung Wiener Neustädter Hütte gegangen. So, ich bin hier nun an einer Gabelung. Da kann man dann entweder Richtung Österreich, Erwalder Zugschiedsbahn gehen oder eben hier weiter Richtung Zugspitze. Da geht es dann über den Bayernsteig, Stopselzieher, Klettersteig und die Wiener Neustädter Hütte. Hier gabelt sich der Weg nochmal, entweder Richtung Hochtörlhütte und Talstation der Zugspitzbahn in Erwald oder eben weiter über den Bayersteig. Wiener Neustädter Hütte, Zugspitze, je nachdem, wie weit man möchte. Das Wetter hat sich leider hier oben komplett zugemacht. Ich musste mit meinen Turnschuhen schon über das erste Schneefilter. Jetzt geht es momentan wieder auf Schutter weiter. Mal gespannt, wie weit ich dann noch komme. Ja, den Bayernsteig habe ich nun erreicht. Der liegt auf so circa 1800 Meter. Aber da hier scheinbar wenig Sonne hinkommt, ist noch alles mit Schnee. Ich versuche da jetzt mal rüber zu kommen und dann hier geht es die Wand hoch. Da bin ich mal gespannt, wie es mit meinem tollen Schuhwerk heute funktioniert. So, das sind meine heutigen Schuhe und hier geht es dann hoch. Das Schneefeld bin ich gut rüber gekommen. Und jetzt geht es hoffentlich gut weiter. Ja, da geht es über so einen Sims weiter. Und hier geht es doch ganz schön runter. Da komme ich her. Ja, der Steig ist gut zu begehen. Und notwendig sind dann auch Seile angebracht, an welche man sich gut halten kann. Leider sind dann immer wieder so Schneefelder. Und da ist nichts zu heben. Und die Gefahr, dass man hier halt abschmiert, ist immer gegeben. Ja, wie es aussieht, im Tal scheint die Sonne. Das da unten ist jetzt Erwald. Die Talstation an der Zugspitzbahn. Über das Schneefeld habe ich mal, Gott sei Dank hatte ich dabei den Stock genommen, so als Pickelersatz, dass ich wenn ich diesen kleinen Halt habe, falls ich abrutsche. Ja, und hier geht es jetzt noch weiter hoch. Schaut mal, wie hell ist unten im Tal die Sonne. So, hier über die Schotterrampe. Von da unten kommt man hoch, wenn man von der Erwalder Zugspitzbahn kommt. Und dann geht es da oben rüber. Und hier geht es bei mir weiter. Und dann oben müssten beide Wege zusammentreffen.
Ich hoffe, ich habe das Gröbste geschafft. Ja. Es geht doch noch um einiges höher. Hatte ich mich vorhin auf dem kleinen Plateau getäuscht. Ja, das läuft wieder unter dem Motto, bitte nicht nachmachen. Also wirklich nur ganz, wenn ihr bergerfahren seid und vor allem, wenn es geht, nicht alleine, dass wenn was passiert, dass man Hilfe holen kann. Es sind halt immer noch um die Jahreszeit diese etwas gefährlichen Schneefelder und besteht auch immer die Möglichkeit, dass die je nach Witterung plötzlich abrutschen. Der Bayersteig ist geschafft. Hier trifft dann die von Ehrwald hochkommende Strecke auf die von Greinau-Eibsee und dann geht es hier weiter zur Wiener Neustädter Hütte, die allerdings noch geschlossen hat. Noch als kleine Anmerkung, ich habe es direkt vom Eibsee bis hier rauf, trotz der widrigen Bedingungen, genau 2,5 Stunden gebraucht. Es war nichts unten angeschrieben, wie lange es dauern soll, aber nur so als Orientierung, wenn das jemand machen möchte. Es ist verlockend hier, den Weg einfach geradeaus weiterzulaufen. Und wenn man nicht aufpasst, vergisst man, rechts abzubiegen. Hier sind extra jetzt schon riesen Pfeile und ein Seil angebracht, weil anscheinend doch immer wieder Leute vorbeilaufen und sich dann da vorne versteigen. So, ich bin jetzt hier auf ca. 2100 Meter Höhe. Es ist eine geschlossene Schneedecke, nur noch Nebel. Und daher habe ich mich entschlossen, dass ich jetzt wieder umdrehe. Wiener Neustädter Hütte ist eh zu. Und darunter muss ich auch noch in die Schneesuppe. Da drehe ich jetzt mal lieber um und schau mal, dass ich gut den Abstieg schaffe. Ja, den Abstieg über den Bayernsteig habe ich unbeschadet überstanden. Hat alles gut geklappt und nun habe ich mir ein stilles Plätzchen im Wald gesucht, in dem ich was essen und was trinke. Und ich zeige euch mal, was das ist. Die, welche mich kennen, wissen es schon. Es ist natürlich in der Thermoskanne Kaffee. Und dann gibt es noch einen tollen Streuselkuchen von der Bäckerei Breitenstein in Heidelberg-Wieblingen. Der ist wirklich super, ganz viel Streusel drauf. Nicht so ein dicker Bode und der ist noch ein bisschen vom Butter speckig. Also für unterwegs, wenn man Energie braucht, das ist das Beste, was es gibt. Ich nehme gar keinen Riegel mehr mit. Ab und zu mal, wenn ich lange Touren mache, noch ein Gel zwischendurch. Aber wenn man den Kuchen gegessen hat, hat man wieder Energie für Stunden. Also an den Hans Breitenstein vielen Dank. Ja, nun, nach wieder über 6 Stunden Wanderung bin ich im Hotel angekommen und habe heute erst mal geduscht und mir jetzt doch wieder einen Kaffee gekocht. Also, Prost. Ich muss sagen, ich war heute sehr zufrieden mit dem Tag. Meine Blasen habe ich fast nicht gemerkt. Heute war auch wieder ein bisschen Nervenkitzel dabei. Teilweise den Witterungsbedingungen geschuldet und natürlich auch der ungenügenden Ausrichtung, welche ich heute auch gezwungenermaßen nur dabei hatte. Des Weiteren kannte ich den Steig noch nicht und da weiß man auch nie, was auf einen zukommt. Aber so ein bisschen Nervenkitzel, wenn man dann wieder unten ist, ich finde, das ist ganz angenehm dann hinterher das Gefühl. Ja, war wieder ein toller Tag. Das Wetter hat fast immer gehalten, zumindest hier unten. Und ja, mal sehen, was ich dann morgen noch mache. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dorthin.